Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. Das ist ganz schön ungewöhnlich. Ich glaube, ich muss mich unbedingt noch dran gewöhnen, dass ich jetzt nicht mehr X2 die Bedrohung sage. So, willkommen. Wir sind jetzt im Sektor Wolkenbasis Südwest und wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Wir sollen nämlich... Na, wo kann ich's sehen da? Nachrichten. Nachricht von Noah Gaffelt. Renan Sama, würdest du mich bitte im Tempel der Gona in Wolkenbasis Südwest aufsuchen? Ich muss dich um einen Gefallen bitten, aber na klar, das machen wir. Wir schauen hier gleich mal rein. Wir können hier selbst einen Eintrag eingeben. Zum Beispiel, ich muss mich an X3 gewöhnen. Achtung, der Flug 636 musste leider wegen erhöhter Xenon-Aktivität auf So, der dann steht's Wegstrecke da. abgesagt werden. Wir Passagiere können melden sich natürlich bitte an der auch Rezeption auf das Logbuch Ebene löschen. 9. Und unseren Namen ändern. Dann heißen wir nicht mehr Julian, aber das ist wohl nicht ganz so sinnvoll, weil wir ja in der Story hier spielen. Also die Story hier spielen wollen. Ja gut, wir können uns mal unser Schiff anschauen. Die Argonbuster war einst der Stolz der Flotte der Argonen und trug maßgeblich zum Dann haben Sieg wir im doch die Argon Xenon-Krieg Buster bei. und nicht Während die der Boron-Schlacht wurde Discoverer. es jedoch durch das Argon-Elite ersetzt. Ich dachte, wir hätten die Discoverer, aber gut, dann haben wir offenbar doch die größere Variante. Ja gut, wir haben nicht viel an Bord. Und ich denke mal, wir schauen uns nochmal die Station an, was die denn hier so haben. Schwarzes Brett, Föderationsverrat, da soll jemand... Ja, geschossen werden. Ja, da haben wir kein Interesse dran an Kampfmissionen hier mit dem Schiff nicht. Wir können ja mal handeln und schauen, was wir hier verkaufen können oder kaufen können. Wir können hier Triebwerkstuning einbauen. Ah, nicht wirklich. Diesen Dienst können Sie nicht genügend Credits. Ja, ihr seht, wir haben nicht viel Geld, deswegen docken wir mal gleich ab. Und geben Vollgas. Unser schönes Schiff. Wunderbar sieht das aus. Gefällt mir wirklich gut. Also, bevor wir irgendwo reinfliegen, schauen wir doch mal, dass wir hier wegkommen. So, wir sollen zum Tempel der Gona. Da ist der. Tempel der Gona. Den markiere ich mal gleich und Antworterlaubnis wir erteilt. fliegen mit Autopilot Autopilot. aktiviert. So, und seht ihr, wie sich das Schiff dreht? Das legt sich ein bisschen in die Kurve rein. Da wurde also schön dran gearbeitet. Man fliegt jetzt nicht mehr so abrupte Kurven. Sieht doch interessanter aus. Oder schöner aus, auf jeden Fall. Planet bewegt sich im Hintergrund. So, und wir sind schon an einem Tempel der Groneborg. Ganz schön viele Asteroiden sind hier zu sehen. So, und hier seht ihr ganz deutlich, dass man nicht mehr in eine Station reinfliegt, sondern nur noch von außen andockt. Andockvorgang erfolgreich. Die So, aber Gona-Gemeinde möchte Sie ansonsten ist friedvoll alles willkommen gleich. heißen an Bord des Gona-Tempels. Okay, Noah Gaffelt. Oh, da wird automatisch gespeichert. Sei gegrüßt, Brennan Sama. Danke, dass du gekommen bist. Ich bin zutiefst erschüttert, dass sich dein Vater in diesem Zustand befindet. Schon gut. Wie kann ich dir helfen, Noah? Wir müssen eine sehr wertvolle Fracht transportieren. Aber mit all den Piraten da draußen brauchen wir jemanden, der sich um die Verteidigung des Transportschiffes kümmert. Und da wir, nun... Und da es keinem der hier anwesenden Priester erlaubt ist zu kämpfen, haben sie sich in ihrer verzweifelten Lage an dich gewandt, JB. Entweder das, oder Noah ist besorgt, dich allein auf einem Schiff voller Mönche zu wissen, Saya. Nun... Ich werde dich auf meinem Schiff mitnehmen. Ach ja, und sag Hallo zu dem Mönch, mit dem sie mich haben spielen lassen. Dogun? Es ist mir eine Ehre und eine... Das ist bestimmt keine Ehre, Dogun. Glaub mir, ich kenne ihn. Komm schon, JB. Gehen wir. Okay, unser neuer Spitzname offenbar JB, Julian Brennan. Ja, wie ist denn jetzt der neue Auftrag? Ja, wo wollen wir denn hin? Müssen wir einfach abdocken?
Ich bin gespannt. Oh. Okay, JB, ich starte jetzt die Drohnen. Schauen wir mal, ob du immer noch mit einem Lasergeschütz umgehen kannst. Bitte? Würde es jemandem etwas ausmachen, mir zu verraten, was wir transportieren? Nur so ein alter Kristall. Nein, nein, nicht wirklich. Es ist der weiße Stein. Eines der wenigen Artefakte, Oh, wir müssen auch mal hier. welches unserem alten Volk erhalten ist. Es ist ein... Wo Nicht sitzen die denn hier drin? übel. Du hattest wohl Zeit zum Üben. Na? Sie wurden befördert. Sie haben an Ansehen gewonnen. Okay. Und jetzt? Ja, ich, Was passiert jetzt? Kommt da noch was? Es Oh ist ja. angenehm ruhig. Dogun, das war genau das, was man hier im Weltraum nie sagen sollte. Ja. Miss Kosama, was sind das für rote Pünktchen? Das ist deine Schuld, Dogun, und nur deine. JB, wir haben Gesellschaft. Ah, okay. Wer ist das? Wir wollen nur diesen Steinpriester. Sehe ich etwa wie eine Priesterin aus? Hm. Wenn ich jetzt mal wüsste, Pirat, Falke. wie ich hier einstelle, dass Mach die automatisch auf Schilde den runter und nächsten bereitet euch auf die Enterung eures Schiffes vor. Halt automatisch auf du den doch nächsten deine Gegner jetzt Schilde runter geriert. und mach dich darauf gefasst, in Stücke geschossen zu werden. Sie wurden befördert. Ja, der ist hin. Pirat, Falke. Ich glaube, der ist aber Gib näher. auf! Verschwinde! Alarm. Rakete im Anflug. Ja, also irgendwie funktioniert das hier mit dem Zielen nicht so Pirat, ganz. Falke. Sie wurden befördert. Also in Kristallfabrik. X2 muss ich einfach E Mach die drücken und dann Schilde wurde runter und automatisch das bereitet nächste euch auf Ziel die anvisiert. Enterung eures Schiffes vor. Fahr du doch deine Schilde runter und mach dich darauf gefasst, in Stücke geschossen. Rück den Stein raus und wir lassen euch vielleicht am Leben. Traust du ihm? Pir Nein. Ich auch nicht. Mach ihn platt. Kein Ziel. Oha. Kein Ziel. Wir kommen ja doch recht Kein weit mit Ziel. unserem mit Pirat. unserer Kanone. Raijin. Fahrt die Schilde runter und bereitet euch auf die Enterung eures Schiffes vor. Fahr Na na du doch na. deine Schilde runter und mach dich darauf gefasst, in Stücke geschossen zu werden. Sag sowas Kein nicht. Ziel. Pirat. Susanova. Kein Ziel. Okay, Fahrt den die Schilde Piraten. runter und bereitet euch auf die Enterung Den eures Piraten Schiffes geht's hier an vor. den Kragen. Fahr du doch deine Schilde runter und mach dich darauf gefasst, in Stücke geschossen zu werden. Pirat. Ist ja fast schon peinlich, Raijin. Sie wurden befördert. dass es hier so einfach ist. Okay, jetzt ist die Kanone Sie erstmal haben an Ansehen gewonnen. Fahrt die Schilde runter entladen. und bereitet euch auf die Enterung eures Schiffes vor. Fahr du doch deine Schilde runter und mach dich darauf gefasst, in Stücke geschossen zu werden. Sie wurden befördert. Ja. Dass ich jetzt die Sprüche Kein wiederholen, Ziel. muss ich glaube ich nicht extra erwähnen. Pirat. Susanova. Fahrt die Schilde runter und bereitet euch auf die Enterung eures Da Schiffes würde ich jetzt vor. gerne die Fracht Fahr du einsammeln, doch aber deine Schilde naja. runter und mach dich darauf gefasst, in Stücke geschossen zu werden. Sie wurden befördert. Hummel. Oh, da liegen Hummeln rum und da irgendwas, Das was zu sind weit weg Piraten, ist. JB. Kennst du die? Das sind Yaki. Oh, toll! Und ist es die nette Sorte? Warum? Möchtest du ein Date mit ihnen? Wir erreichen das Sprungtor. Na gut. Und nach wie vor sind die hier sehr freundlich zueinander, Saya und Julian. Und offenbar sind hier wieder Pirat, Piraten. Raijin. Na gut. Warten wir mal. Oh nein, die sind schon in Feuerreichweite. Kein Ziel. Pirat. Fahrt die Schilde runter und bereitet euch auf die Enterung eures Schiffes vor. Fahr du doch deine Ja. Schilde runter und mach dich darauf gefasst, in Stücke geschossen zu werden. Pirat, Susanova. Kein Ziel. Also wie ihr seht, ziele ich jetzt deutlich Pirat, besser als Pirat. Hey, in großer X2. Piratenkapitän, du hast deinen Papagei vergessen. Kein Ziel. Und Kein Ziel. ja, Kein ich Ziel. weiß gar nicht, warum das so ist. Pirat, Raijin. Kein Ziel. Vielleicht habe ich die Pirat, Steuerung bei X2 Fahrt die einfach Schilde runter und schlecht bereitet euch auf die eingestellt. Enterung eures Schiffes vor. Fahr du Kann doch natürlich deine sein. Schilde runter und mach dich darauf gefasst, in Stücke geschossen zu werden. Sie wird Pirat, Susanova. Kein Ziel. Also das Schiff hier gefällt mir. Pirat, Susanova.
Hey, großer Piratenkapitän, du hast deinen Papagei vergessen. Jo, eine schöne Kanone haben wir da. Haben wir noch eine andere Bewaffnung? Ich schalte mal hier 1 bis 4 durch. Nein, wir haben nur die 1. Verschwinde! Super geschossen! Oh je! Yeah. Oh je! Yeah. Nein, Dogo, nicht dahin. Das ist die... Steuerkonsole. Du machst das besser wieder sauber. Ich bringe uns runter auf den Flughafen. Wiedereintritt in 10. Okay. Also ich habe gerade durch die Waffen durchgeschaltet mit den Tasten 1 bis 4. Sayako gegen die Piraten. Das nenne ich einen guten Job. Achtung! Saya! Geh einfach! Du bleibst an ihnen dran, Dogun. Ich kümmere mich um den Rest. Okay, was habe ich da jetzt nicht verstanden? Irgendwie gab es so ein Attentat, aber was es damit auf sich hat, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Pirat, Pegasus. Oh, wir sind hier wohl Pirat, im Schiff. Pegasus. Pirat, Pirat, Pegasus. Überall Piratenschiffe. Pirat, Pegasus. Okay. Pirat, Pirat, Pegasus. Nun gut, also wir fliegen jetzt hier wohl gerade durch eine Stadt. Euer Reichweite. Ziel ist nun in Pirat. Pegasus. Na gut, da ist ein Piratenschiff. Können wir es treffen? Pirat. Pegasus. Man weiß es nicht. Also die Flieger hier. Also. Pirat. Pegasus. Naja gut. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt probieren soll. Also. Hier irgendwas zu treffen ist ja wohl. Pirat. Mehr oder weniger Pegasus, Glück. Pirat, Pegasus. Ich halte trotzdem mal fleißig drauf. Pirat, Pegasus. Offenbar treffe ich hier und da mal was. Pirat, Pirat, Pegasus. Aber da sind die wohl sehr empfindlich. Pegasus. Also ich zerstöre die ja, wenn dann direkt mit einem Schuss. Pirat, Pegasus. Na gut. Pirat, von mir aus. Pegasus, Pirat, Pegasus. Pirat. Naja. Pegasus. Okay. Ich muss da mal an der Soundeinstellung ein bisschen drehen, dass die diese Ansagen nicht so laut und nicht so nervig sind. Vielleicht kann ich die auch einfach komplett abstellen. Muss mal sehen. So, und jetzt passiert was? Offenbar sind die Piraten weg. Oder sind wir entkommen? Ich weiß es nicht. Oh, wir sind offenbar wieder im All. Wachschiff 259. Stoppen Sie Ihre Maschinen und halten Sie das Schiff an. Ich wiederhole, halten Sie Ihr Schiff an. Was zur Banzani ist denn das? Hier spricht 259. Reaktor gefallen. Kein An... Alle Einheiten aufschließen, wir holen uns diesen Trottel. Flick dich daran. Wir wollen ihn in dem Asteroidenfeld nicht verlieren. Aber achte auf diese Raketen. Wir haben keine Energie mehr. Aufschlag in 7 Sekunden. Begib dich in deinen Raumanzug. Keine Energie, ich... Viel Glück, Herr Julian. Irgendwie, also ich weiß ja nicht. Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden. Was ist jetzt passiert? Alle Systeme online.
Visier ist beschädigt. Na, das wird ja immer besser. Schiff lokalisiert. 3 Kilometer Richtung Süden. Antrieb aktiviert. Ist das das da vorne? True Light Seeker. Na dann, geben wir mal Gas. Ja, ich hoffe doch, dass ich... Bruch des Visiers in 90 Sekunden. Oh. Ich hoffe doch, dass es das Schiff da vorne ist. Das wäre ja sonst nicht schön. Bloß nicht gegen die Asteroiden hier fliegen. Ah, wir können uns auch drehen. Ah ja, so können wir uns nach oben und nach unten bewegen. True Light Seeker an Brennan Summer. Wir öffnen eine Luftschleuse, damit Sie an Bord kommen können. Okay, ich hoffe, das geht noch rechtzeitig. Oh, oh, oh. Oh, und die Asteroiden sind ganz schön nah. Aber wir können auch ausweichen, zur Not. Oh, die kommen wirklich verdammt nah. Bruch des Visiers in 30 Sekunden. 30 Sekunden. Okay, fliegen wir mal an dem Asteroiden vorbei. Vielleicht schaffen wir es. Ah, ich will doch hoffen. Versagen des Visiers in 10 Sekunden. 5. Oh, oh, oh. Sayako ruft uns. Sehr gut. Wir müssen unbedingt den Kristall zurückbekommen. Können wir ihnen vertrauen? Kannst du dir jemand Besseres vorstellen? Strengen Sie sich nicht an, Brennan Summer. Mein Name ist Ion. Noah bat mich, nach Ihnen zu suchen. Dogun. Ja, ja, das ist sehr bedauerlich. Ihre Freundin Saya ist hier mit ihrem Schiff. Sobald es Ihnen besser geht, können Sie herausfinden, wer das getan hat. Also wir sind offenbar aus dem Schiff irgendwie entkommen, das ist explodiert. Wir waren in dem Raumanzug und wurden dann von dem großen Schiff gerettet, das wir jetzt hier nochmal sehen. Wir schicken jetzt die Ausrüstung. Die Ausrüstung interessiert mich einen feuchten Dreck. Ist er okay? Ja, ja. Der Doktor meinte, er hätte Glück gehabt. Aber wir müssen den Kristall zurückholen. Begreifen Sie, der Kristall ist Teil einer Waffe, die von den Erbauern der Tore erschaffen wurde. Und jetzt ist er in den Händen von einem Piraten. Sie müssen ihn zurückholen. Dann schaust du besser zu, dass Julian wieder auf die Beine kommt, und zwar schnell. Ich finde ja merkwürdig, dass man hier immer noch... Ist in Ordnung, JB? Ich habe keine Ahnung, womit sie uns da beschossen haben. Aber ich glaube, ich werde nie wieder ruhig schlafen. Hauptsache, du bist okay. Schauen wir besser zu, dass wir diesen Kristall finden. Wenn das wirklich eine so mächtige Waffe ist, wie Ion behauptet,
Lass mich raten. Massenvernichtung und das Ende des Universums? Genau. Als ob uns die Karg nicht schon genug Sorgen machen. Ion hat das Schiff mit einem Sprungantrieb ausgerüstet. Er meinte, der wird nötig sein. Dann lass uns herausfinden, was er zu sagen hat und wer den Kristall gestohlen hat. Die Polizei sagt, dass ein Pirat namens Don Tony Marani den Stein gestohlen hat. Sein Schiff, die Talon, hat in Farnhams Legende gedockt, um Reparaturen durchzuführen. Es ist zwar mit einem Sprungantrieb ausgerüstet, aber wir konnten für Saya Kosama einen Sprungscanner besorgen. So können Sie ihm folgen, falls er sich weigert, den Kristall zu übergeben. Wir treffen uns, wenn Sie den Kristall haben. Möge der Frieden mit Ihnen sein. Also müssen wir jetzt nach Farnhams Legende. Wenn ich das richtig sehe. Okay, eine Nachricht geht ein. Triff mich in Farnhams Legende. Der Zielcomputer ermöglicht es, feindliche Objekte effizienter zu verfolgen. Er bietet zwei Modi in Form verschiedener Kampfsoftware zur Unterstützung. Diese können das Zielen mit Hilfe eines eingeblendeten Vorhaltepunkts erleichtern oder die Ausrichtung der Geschütze automatisch um ein paar Grad anpassen, sodass die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht wird. Drücken Sie K oder klicken Sie auf das Symbol der vier Lasergruppen, um zwischen den verfügbaren Zielmodi umzuschalten. Und eine weitere Nachricht. Die Polizei sagt, dass ein Pirat namens Don Tony Marani den Stein gestohlen hat. Sein Schiff, die Talon, hat in Farnhams Legende gedockt, um Reparaturen durchzuführen. Es ist zwar mit einem Sprungantrieb ausgerüstet, aber wir konnten für Sayako Sama einen Sprungscanner besorgen. So können Sie ihm folgen, falls er sich weigert, den Kristall zu übergeben. Wir treffen uns, wenn Sie den Kristall haben. Möge der Frieden mit Ihnen sein. Ja gut. Irgendwie klingt das alles ein bisschen geklaut. Und auch die Erbauer der Tore erinnern mich so ein bisschen an Star Trek. Ich weiß nicht, wer da DS9 kennt und die Gründer. Ja, auf jeden Fall ein schöner Planet hier, der auch ein bisschen aussieht wie der Mars und auch ein bisschen wie hieß der gleich der Planet Arrakis in Dune oder Dune, wie man möchte. Naja, Wüstenplanet eben. Okay, so, wir haben jetzt also die Aufgabe, nach Farnhams Legende zu springen. Nun gut, Farnhams Legende müssen wir erstmal finden und... Wo war das denn gleich? War das nicht irgendwo hier unten? Also, Moment. War das nicht irgendwo hier? Farnhams Legende? Allzu weit weg war es ja nicht. Glaube ich doch. Oder war es hier oben irgendwo gewesen? Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Ich würde aber mal vorschlagen, wir machen... Das ist die Nikonofune. Das ist das Schiff von der Saya. Das ist doch ein M3, genau. Die hat eine Argon Nova. Wir fliegen mal zur freien Argon-Handelsstation und versuchen mal vorher ein paar Credits zu machen, bevor wir irgendwo hinfliegen. Machen wir mal ein bisschen Geld. Kann ja nicht schaden, denke ich. 5000 Credits haben wir gehabt. Schauen wir mal, haben wir jetzt noch was dazu bekommen? Nein, wir haben nichts dazu bekommen. 5000 Credits haben wir also. Ist nicht gerade viel. Naja, ich denke mal, damit können wir auch nicht allzu viel anfangen, aber naja. Wir können ja mal im System rumschauen. Agrarzentrum. Argonische Agrarzentrum. Ja, wir haben natürlich jetzt auch keine Handelssoftware installiert. Ja gut. Dann müssen wir uns ein bisschen daran halten, wie die Lagerräume sind. Aber ich denke mal, das gehen wir in der nächsten Folge mal an. Wo fliegen wir jetzt hin? Wir sollten doch jetzt eigentlich... Ich verstehe es gerade nicht. Wir sollten doch eigentlich zur freien Argon-Handelsstation fliegen. Freie Argon-Handelsstation. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot okay. Aktiviert. Also wir schauen uns in der nächsten Folge mal den Handel an und... gucken mal, ob wir da ein paar Credits verdienen können. Ranch... Die Argon Ranches sind große Farmen. Ja.
Das Sonnenkraftwerk, naja gut. Die scheinen gerade alle nicht besonders, naja, gewinnträchtig zu sein, sage ich mal. Also die haben alle recht volle Lagerbestände, was die Ressourcen angeht, und recht leere Lager, was die Produkte angeht. Da müssen wir mal schauen, was wir da machen. Docken wir erstmal an. Und dann machen wir jetzt eine Pause. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Hier ist auch nicht zu sehen. Okay, dann machen wir jetzt eine Pause. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.